Drei 800-Meter-Läufe gibt es jetzt zum Abschluss. Die Besten sind natürlich im Letzten drinnen. Und in diesem Ersten folgende Athletinnen: Alexandra Butwina, Russland, Valerie Regel, Schweiz, Katjana Netzwerdajewa, Weißrussland, Kiana Profit, Schweiz, USA, Ellen Sprunger, Schweiz, Cindy Rohleder beendet ihren ersten Siebenkampf ebenfalls erfolgreich. Ida Markussen, Norwegen, Sophia Linde, Schweden und Britza Deiko, Estland, nicht mehr mit dabei ist. Claudia Rath, die zwar noch den Speerwurf mitgemacht hat, aber jetzt auf die 800 Meter verzichtet nach ihrem Salto Nullo im Weitsprung. Also zwei Runden sind zu absolvieren. Die Besten werden wohl so im Bereich 206, 207 im letzten Lauf dann ankommen. Aber da geht es hinauf bis zu 225 wahrscheinlich auch. Kiana Profit setzt sich da mal auf den ersten knapp 200 Metern an die Spitze, gefolgt von Netzwerdajewa und Ida Markussen. Durchgangszeit über die ersten 400 Meter. Klarer Vorteil im Moment für die US-Amerikanerin. Kiana Profit hat eine Bestzeit, ja, von unter 2:10 stehen und geht dabei 1 Minute und 50 Hundertstel, 51 Hundertstel durch. Scheint ein klarer Start-Zielsieg für sie zu werden. Profit hat im Vorjahr 6.135 Punkte geschafft in Chula Vista. Das war ihre Bestleistung. Sie befindet sich im Moment deutlich dahinter. Also mal schauen, ob sie den 6000er hier noch schaffen kann. Aber zumindest ehrgeizig, da kämpft sie auch. Valerie Regel, die Schweizerin, noch mit von der Partie da vorne. Eine Sekunde schneller oder langsamer bringt 14 Punkte in der Gesamtwertung. Ida Markussen schon auf Platz 2. Die Dame, die vor zwei Jahren noch Ivona Danic hier zum Olympia-Limit und österreichischen Rekord gezogen hat, die Norwegerin. Aber gewinnen wird Profit in ihrer neuen persönlichen Bestzeit von 2:06:26. Wahnsinn! Ganz, ganz starke Zeit. Die hat das Potenzial sogar zum Disziplinensieg. Diese Zeit von 2:06:26. Das letzte kommt hier. Cindy Rohleder in ja, etwa 2:23 ins Ziel. Aber auch für sie gilt es natürlich, diesen Siebenkampf abzuschließen. Ja, Kiana Profit mit einer Glanzzeit. 2:06:25. Zweite, Ida Markussen. Profit schafft damit 6012 Punkte. Also nicht. Für eine persönliche Bestleistung hat es gereicht, aber für einen 6000er. Wenn es so weitergeht, haben wir die Chance, hier 50 persönliche Bestleistungen in diesem Siebenkampf feiern zu können. Jetzt stehen wir gerade bei 47. Wir warten natürlich jetzt noch auf das offizielle Ergebnis. Das dauert immer etwas länger bei den Laufbewerben. Ida Markussen auf jeden Fall mit 2:12:14 Zweite geworden in diesem 800-Meter-Lauf. Der Abstand sichtlich groß. Also das ist ein Abstand von etwa 6 Sekunden, den Sie hier sehen. Werden so um die 40, 50 Meter gewesen sein. Brauchen wir dann für das große Finale das Augenmaß. Die ersten 7 der Gesamtwertung, wenn wir da schon ein bisschen vorausblicken, liegen allesamt deutlich über ihrer persönlichen Bestleistung. Und da sind teilweise Bestleistungen schon von großer Klasse dabei. Und da geht es um den einen oder anderen Landesrekord dann. Für Cindy Rohleder geht es einmal ums Beenden des